Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendai-Dukai und in diesem Video zeige ich dir, wie du deine Drum Machine in Bitwig, Ableton, Logic oder deine Hardware Groovebox oder MPC noch effizienter einsetzen kannst. Da ich eine Menge Arbeit und Wissen in meine Videos investiere und sie frei zur Verfügung stelle, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lässt und den Kanal abonniert. Und die Besten von euch teilen dieses Video weiter. Aber legen wir los! Falls du noch Grundlagen für die Drum Machine oder verschiedene Percussion-Tipps brauchst, habe ich in der Videobeschreibung eine Playlist mit meinen Videos verlinkt. So, du legst also mit der Drum Machine los und willst einen schönen Beat bauen. Dabei legst du bei den Hi-Hats oder Snares Wert auf zum Beispiel Ghost Notes oder ähnliche Sachen. Dazu ist es natürlich notwendig, mit der Velocity zu spielen. Wenn ich die Hi-Hat auf eine eigene Spur lege, dann lege ich die Hi-Hats meist auf unterschiedliche Noten, beziehungsweise die Velocities auf unterschiedliche Noten. So kann ich sie schön visuell unterscheiden und auch immer alle mit der gleichen Velocity mit einem Mausklick auswählen. Ich habe hierzu das Video Percussion Workflow Humanize Leveling Velocity und Spread. Die ist natürlich auch in der Playlist. Bei der Drum Machine sind standardmäßig auf den verschiedenen Noten die unterschiedlichen Percussion-Instrumente, sodass ich dazu übergegangen bin, wieder die Velocities zu benutzen. Aber das muss nicht sein, denn hier kann die Hi-Hat ja auch über verschiedene Pads und damit Noten verstreut werden. Das hat zusätzlich noch weitere Vorteile. Ich zeige das mal. So, ich habe hier eine Drum Machine mit einer Hi-Hat aus einem Sample. Das Decay ist auf 3 Viertel, das Sustain auf 0. Die Velocity ist auch auf 0 und dahinter ist noch ein Tool, das das leicht gepennte Stereo-Sample auf Mono schaltet. Und als Trackende habe ich noch einen Peak-Limiter, damit die Drums unter Kontrolle bleiben. So, standardmäßig habe ich normalerweise 3 Velocities bei den Heads, aber ich lege jetzt einfach mal noch ein viertes an, das heißt, ich nehme hier dieses Head auf diesem Pad und dupliziere das jeweils nach oben insgesamt 4-mal. So, jetzt habe ich 4 identische Hi-Hats und male mir jetzt ein paar Noten mit der vollen Velocity in einen Clip rein. Nehmen wir den jetzt einfach mal. Und am besten benenne ich das hier gleich nochmal um, sonst finde ich das nachher nicht mehr. So, 2, das nennen wir 3 und das nenne ich 4. So, jetzt gehen wir wieder hier rein und ich mache jetzt einfach so ein bisschen einen Standard. So, ups, das wollte ich so nicht. So, 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 so. Dann machen wir vielleicht so. So, und das Ganze klingt jetzt erstmal so. So nicht. So, also es klingt jetzt erstmal wie so ein Maschinengewehr. Also passe ich die Velocities mit dem Lautstärkeregler der Heads in den Samplern an. Head 1 ist für mich das lauteste Head. Head 2 mache ich jetzt einfach mal ein bisschen leiser hier. Und Head 3 ist für mich das leiseste Head. So, und jetzt gehe ich hin und durch die verschiedenen Heads und passe jetzt noch das Decay an, weil ich kann das ja jetzt ja kürzer machen. Zum Beispiel. Jetzt klingt das Ganze schon ein bisschen tighter. So, und jetzt kann ich noch zusätzlich das Panning für die verschiedenen Heads ändern, aber dadurch, dass ich das Tool-Device hinten dran habe und
der Signalfluss entsprechend bei dem Sampler so ist, wie er ist, muss ich jetzt einfach das Panning hier in dem Tool-Device machen. Das kann ich jetzt hier nicht an dem Sampler machen. Wenn ich das hier mache, hat das überhaupt gar keine Auswirkung. Das mache ich so ein bisschen nach rechts und das leise Head dreimal ein bisschen nach links. So, und jetzt habe ich schon einen Hi-Hat, was Mitte, rechts, links spielt und drei unterschiedliche Lautstärken hat. So, ich kann jetzt natürlich noch in die Returns von der Drum Machine, die kann ich ja hier vorne aufklappen und zuklappen, kann ich jetzt noch Effekte reinmachen. Zum Beispiel könnte ich hier jetzt noch einen Reverb reinmachen und vielleicht noch einen Delay 2. Und bei dem Delay 2 mache ich das Detune mal aus und könnte jetzt nochmal hingehen und sagen, das Head 2 schiebe ich in den Reverb zum Beispiel und das Head 3 schiebe ich ins Delay. Und dann höre ich mir das einfach mal an. Und da muss ich vielleicht auch hier das ein bisschen aufmachen, sonst höre ich das nicht. So, zum Beispiel bei dem Reverb ein bisschen Reverb rein. So, und jetzt habe ich zusätzlich, noch eben Effekte mit reingebracht für zwei Lautstärkenstufen und das Original ist immer ganz trocken, das Head 1 zum Beispiel. Jetzt kann ich das Head 4 nochmal zusätzlich nehmen und ich habe ja hier einen kompletten Sampler am Start und kann natürlich auch hier den Filter benutzen und moduliere den Filter jetzt auch gleich nochmal mit einem Steps-Modulator, weil ich immer die gleiche Modulation gerne habe. Stell den auf bipolar und hätte jetzt gern einen neuen Seed hier. Das funktioniert aus irgendeinem Grunde nicht. Das ist lustig. Nehmen wir mal einen neuen Steps Modulator. Drücken wir hier mal drauf. Der Zufall ist kaputt. Ist jetzt auch egal. Normalerweise funktioniert das. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz genau, warum das jetzt gerade nicht funktioniert. Aber okay, und jetzt kann ich einfach hingehen und moduliere mir hier jetzt einfach mal den Filter. So, und muss natürlich noch ein paar Noten reintragen und mache das jetzt einfach mal so. Hier kommt einer hin, dann versetze ich den jetzt einmal hierhin, einmal hierhin und dann nochmal hier hinten hin. Aber vielleicht ein Anzeigefehler. So was in der Richtung machen. Und das Ganze kann ich natürlich dann auch wieder hier mit der Lautstärke so ein bisschen anpassen. Und kann das natürlich dann auch noch in den Effekt reindrehen, zum Beispiel in Reverb. Oder ich kann auch den Delay mal ausprobieren. Ein bisschen viel. Vielleicht beides. Sowas zum Beispiel. Dann hätte ich jetzt hier an der Stelle schon einen schönen Beat zusammengebaut. Einfach nur mit einer ganz simplen Methode, wie ich einfach einen Head aufteile auf mehrere Spuren und dann quasi direkten Zugriff auf die verschiedenen Velocities oder noch sagen wir einfach mal Velocities auf die verschiedenen Heads einfach habe
und die richtig schön ja, einzeln steuern kann. Den selben Workflow kannst du natürlich für alle möglichen Percussion-Elemente anwenden, also für Snares oder was auch immer du da einsetzt. Vielleicht nicht gerade für Kicks, aber selbst für die wäre es möglich. Und du hast dadurch eine wesentlich bessere Übersicht über alle Elemente, die du ganz einfach auswählen und ändern kannst. Und du hast zusätzlich noch ganz einfache weitere Möglichkeiten, was du alles mit den Percussions machen kannst. Inklusive noch den Vorteil, dass es wesentlich einfacher ist, in einer Live-Situation damit rumzuspielen. So, für mich ist dieser doch recht einfache Workflow-Move ein großer Zugewinn und ich kann so arbeiten wie zuvor halt auch mit den verschiedenen Zeilen, die ich hier benutze, um einfach zu sehen, was ist laut und was ist leise. So, wie ist das für dich, ne? Wenn du das Video hilfreich findest, dann gib mir einen Daumen, abonniere den Kanal, teile es mit deinen Freunden. Mein Name ist Odo Sendai-Dokai, danke fürs Zuschauen und deine Aufmerksamkeit und falls du noch weitere Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich einfach in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bleib gesund, rette die Zukunft, mach's gut, bis dann, ciao, ciao.